Bin nie. Da. Lecker Kaffee. Danke dir. Das war ja richtig nett. Da sieht man mal, was eine harmonische Gruppe so alles bewegen kann, nicht wahr? Ja, da sieht man mal wieder, wo ist denn eigentlich? Da sieht man dann eigentlich wieder was. Improvisation ist alles. Apropos Harmonie und große Gruppen, nicht wahr? Hier kommen jetzt gleich 15 Mädels in die Manege gesprungen. Und nicht irgendwelche Mädels, nein. Es sind 15. Entschuldigung, mein Fehler. Also, 15 Finninnen. Die passen alle da rein. Das ist ja lieb von dir. Dankeschön. Und, mal ganz kurz. Das sind 15 Mädels. Brandvoll mit Hormonen, ja? Und die verstehen sich nicht einfach nur ganz gut. Nein. Die haben einen Riesenspaß zusammen. Das Wunder von Helsinki. Unglaublich. Ja, ja. Und guck mal, meine Seite ist schon fertig. Das Wunder von Kindern. Ach nee, du hast ja keine. Wie dem auch sei. Wir freuen uns wirklich sehr, die finnische Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und sie hier wieder in Darmstadt zu begrüßen. Dieses Jahr bauen sie Pyramiden so hoch wie die Ägypter. Und dann auch noch das akrobatische Pendant zum Satz von Pythagoras. Jawohl, 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 meine Damen und Herren. Wir bitten um einen weiteren Aufguss für den Zirkus Helsinki aus Helsinki. Das Land der Lüge.
der Zirkus Helsinki. Meine Damen und Herren, wir wollen Sie nicht vernachlässigen, bloß weil Sie eine große Gruppe sind, nicht wahr? Also, das waren für Sie Alma, Kia, Viola, Wendler, Amira, Messi, Ronja, Maya, Pepita, Rusa, Elle, Amanda, Wendler, Sophie und Villa. Meine Güte, diese Zirkuskinder, ich kann Ihnen sagen, die sind alle nicht nur fit, die sind auch super schlau. Ah, testen wir doch mal, wie fit du bist. Emil, was ist die Wurzel aus Pi? Ah, nein, warte. Ja? Ich hatte schon immer eine Mathe-Schwäche. Warte, warte, Oh, ja. Wer war Maria Montessori? Maria Montessori. Wie wäre es, wenn ich die Fragen stelle? Bitte? Okay. Ah, Moment! Ja, genau. Sätze und sechs. Nee, die waren nicht so gemeint. Für die zwei, Conny, kein Druck, auch hier. Wo liegt Aufkirchen? Was? Bayern. Nicht schlecht. Okay. Wie heißt Albert Einstein mit Vornamen? Jemand? Na gut, Conny. Albert! Nicht schlecht. Okay. Kommen wir zur Quizfrage. Wer war Maria Montessori? Maria Montessori wurde 1870 geboren und studierte gegen den Willen ihres Vaters. Moment. Gegen den Willen ihres Vaters besuchte sie eine technische Oberschule. Ja. Und dann, weil ich glaube, ich setze mich lieber. Das ist es, da kannst du noch was lernen. Also, weil es ja damals Frauen verboten war, Medizin zu studieren, musste sie erstmal die Naturwissenschaften abhandeln. Und nach ihrem ersten Abschluss konnte sie dann doch überzeugen. Sie promovierte 1896 als Doktor der Medizin. Ab 1900 nahm sie ihre Studien in den Fächern Anthropologie, Psychologie und Erziehungsphilosophie auf und reiste, wann war's? 1939 reiste. Fit und schlau, und zwar allesamt. Meine Damen und Herren, die nächste Generation wächst heran. Setzen! So. Geht's noch weiter? Natürlich! Okay. 1939 reiste sie auf Einladung nach Indien, um dort Kurse zu halten, und wurde dann bis 1946 von den Briten als feindliche Ausländerin festgehalten. Ja. Das war eindeutig gar nicht. Hm? Naja, mir ist ein Buch untergefallen. Was hast du gesagt? Wie dem auch sei, in dieser Zeit entwickelte sie ihr Konzept der kosmischen Erziehung und den Erdkinderplan, von dem noch heute viele Montessori-Schüler profitieren. Na, wie war das? Nicht schlecht. Tja. Zeit für die nächste Nummer vielleicht, würde ich sagen. Stimmt. Eines dieser Erdkinder begibt sich jetzt in luftige Höhe. Ja, die Protagonistin heißt Katrin. Und sie tritt an in dem Genre Vertikaltuch. Und sie hat ein Erscheinungsjahr von über 16 Jahren. Hört. Und Marcel Reif-Ranitzky würde über sie sagen. Ach, egal. Hochverehrtes Publikum, bitte begrüßen Sie mit uns den Schulzirkus der Montessori-Schule auf Kirchen. Kirchen!
Glückwunsch, der Montessori-Schule auf Böden und Kaffee. So. Conny? Ja? Sophie? Ja. Die nächste Nummer? Die... Nee. Die nächste... Ja? Okay, Emil. Ich krieg's nicht hin, okay? Das bekraft dich einfach nicht. Was ist denn los? Ich meine, der Junge ist winzig. Hast du den gesehen? Ja, ja. Wie alt ist das Kind? 10. Das kann überhaupt nicht sein. Doch. Überleg doch mal, wie soll denn das funktionieren? Der hat ja gerade erst laufen gelernt. Wann soll er denn das alles trainiert haben? Ja, er ist übertreibt. Warte mal. Was habe ich in den letzten 10 Jahren gelernt? Was habe ich in den letzten 10 Jahren gelernt? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das anmoderieren soll. Versuch's doch mit dem Namen, der Kategorie, solchen Sachen. Aber hey, was weiß ich schon? Ich bin ja nur der öde alte Faktenhai. Fakten, Fakten, Fakten. Naja. Gut, ich mach's. Meine Damen und Herren, jetzt kommt für Sie Vlad aus St. Petersburg. Er tritt an in der Kategorie... Unter, weit, weit, unter 16. Seine... Und er ist der Wahnsinn! Er ist der Wahnsinn! Meine Damen und Herren, bitte rasten Sie aus für den Zirkus Karussell! Woo!
prädestiniert? Nein, wieso? Das verstehst du nicht. Also, wir bleiben bei den kleinen Vertretern der ganz großen Kunst. Und, also, ich finde das ja schon mutig, ne? Was? Das mit der Kunst. Ja. Das ist doch riskant. Das mit der Kunst? Ja. Ich meine, du fängst irgendwo an und hast keine Ahnung, wo du am anderen Ende rauskommst. Das kenne ich, aber das nenne ich nicht Kunst. Da ist was dran. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, diese künstlerischen Prozesse neigen zur Verselbstständigung. Ja, das kenne ich auch. Jedenfalls gehen Khalidja und Kara ziemlich souverän damit um. Und zwar in der Kategorie... Na? Unter 16. Ja. Super. Was? Hochverehrtes Publikum, hier kommt nochmal für Sie der Schulzirkus der Montessori-Schule auf Kirchen. Kirchen. Ich denke mal, du sagst auf und dann kommt aus. Auf Kirchen. Thank you.
In dem kalten, grauen Krallen der großen, dunklen Riesen. Die ganze Stadt? Nein. Ein kleines, buntes Zirkusprojekt leistet erbitterten Widerstand. Lachende Gesichter, Freundschaft, Zusammenhalt. Junge Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen, jeden Tag sicherer in ihren Schritten, bis sie sich selbst und den eigenen Fähigkeiten blind vertrauen und Glanzleistungen vollbringen, ohne es zu merken. So wie die nächste Künstlerin. Meine Damen und Herren, hier kommt für Sie Saelia in der Kategorie über 16. Beruhigen Sie sich. Und jetzt rasten Sie aus! Hier kommt der Zirkus Zarakali aus Frankfurt!
Brown. Die sich zu unser aller Genuss
aus dem Dunkel der eigenen Bescheidenheit gelöst haben. Ah ja. Erzähl mir. Und nun, ihr könnt präsentieren und uns zeigen, was sie noch so alles drauf haben, nicht wahr? Und da sage ich nur Mut zum Ego, also dafür lohnt es sich wirklich allemal, ein paar Minuten die Manege zu erleuchten. Ja, bitte, Fabi. Emil, würdest du die Fakten übernehmen? Ja. Johannes, Niklas, Zirkus Valdoni, über 16, Applaus. Für den Zirkus Valdoni! Thank you.
Super Engel in der Villa! Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I welcome you on board of Valdoni Airlines. I hope you had a good flight so far and wish you a pleasant journey. We are now heading to our destiny, France. Hallo. Ladies and Gentlemen, ich freue mich, Sie auch im Namen der Crew herzlich an Bord unseres Traumfliegers begrüßen zu dürfen. Zunächst ein paar Ortsangaben. Wir durchfliegen gerade die französischen Sehnsüchte. Die nächste Nummer wird dort stattfinden. Die Artistin wird von dort oder von dort oder von dort auftreten, um dort für sie zu performen. Bei spontanen Gefühlsregungen lassen Sie Ihre Emotionen bitte freien Lauf. Bitte klatschen Sie zuerst selbst und helfen Sie dann Ihren Nachbarn. Ladies and Gentlemen, Ihr Name ist Fanny und sie tritt an in der Kategorie über 16. Ein Tanz am Ring, voll Poesie, École de Cirque, Pitrerie. Thank you.
Wir runden den Abend ab und hören so auf, wie wir angefangen haben, mit einer Keulenjonglage. Ich freue mich sehr, Ayala Daniel Yueli Liri von der Stephanie Company aus Israel begrüßen zu dürfen. Ja, ja, so ist es. Die Stephanie Company ist nur ein Teil der Move to Service Academy. Quasi so eine Art professionelle Jugendgruppe. Oder zumindest ziemlich gute Jugendgruppe. Oder, wo waren wir stehen geblieben? Sie treten an in der Kategorie über 16. Genau. Und meine Damen und Herren, ich weiß ja nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber Sie kommen aus Israel. Wissen Sie, wir haben den heimlichen Anspruch, Ihnen jedes Jahr ein neues Land vorzustellen. Internationales Festival. Und wir haben es wieder mal geschafft. Wie lange das wohl noch gut geht? Naja, ich schätze mal so 150 Jahre könnte es noch gehen. Super. Na dann, bitte begrüßen Sie mit uns die... Wenn wir so lange durchmachen... Bitte begrüßen Sie mit uns die Move to Circus Akademie. Thank you.
Sehr geil. Aus Köln, der Impuls Köln! Aus Sachsen, Heil, aus Köln!
großen Applaus haben auf die beiden Kollegen, die so wunderbar moderiert und alle angesagt haben. Aziza und Sebastian. Auffällig immer auf der Bühne waren Felix, Pauline, Raoul und Karim. Und mit die Stimmen in Szene gesetzt haben uns Fabian, Finn, Gregorin, Emilia und Vitas. Danke. Länger werden all derer, die geholfen haben, dass dieses Festival so erfolgreich war. Unsere Hausmeister, alle, die im Büro arbeiten, unsere Trainer und die vielen, vielen Waldoni-Jugendlichen, alle, die geholfen haben, ich danke euch. Vielen Applaus. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang des Abends, dass es ein großartiges, aufregendes Programm wird, aber auch, dass es für Sie jetzt schwer wird, das Kreuzchen an der Stelle zu machen, wo Sie denken, da gehört der Publikum.